Ey Leute, was geht? Ketzer begrüßt euch zu einem weiteren Part von Life is Strange. Um genau zu sein, ist es der 13. Part. Ich habe jetzt nach einer Ewigkeit wieder beschlossen aufzunehmen und habe mir auch die letzte Folge nochmal angeschaut, um zu sehen, wo wir denn gerade gelandet sind. Und ja, die Nachtswitze werden alle noch kommen, aber erstmal reden wir mit Chloe, das ist das Allerwichtigste. Wenn es denn mal funktionieren würde. Ja. Boys or girls? Was denkst du, meine Liebe? Was denkst du? Natürlich Girls. Hallo, ich bin ein Kerl. Nein, Spaß. Wir versetzen uns natürlich in die Haut der Protagonistin hinein. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen pervers, aber lustig soll es auf jeden Fall sein. Jo. Gehen wir mal bei den Jungs rein. Da können wir auch schön ausspionieren, ne? Ja, mach das mal. Ja. Ja, dieses selbstzufriedene Lächeln immer wieder zwischendurch. Ja, okay. Machen wir. Boys, of course. Figures. Perv. Let me check to see if the pool's heated. Joa. Oh, ich trau mich nicht. Oh, Jungsumkleide, da war ich so selten. Spaß natürlich. Ab in die Jungsabkleide. Umkleide, meine Güte. Hä? Die sitzt da einfach mal schon. Wie ist die denn so schnell da hingekommen? Ich sag doch, die Alte kann sich teleportieren. Na, wenigstens haben wir Licht. Mit ohne wäre es jetzt ein bisschen schwer gewesen. Cellphone. Zellenphone. Phone. Nennen. Keine Ahnung, was ist das? Ach ja, Handy, stimmt. Zack is really careless. Doesn't he know what happens when I'm around? Nö, offenbar nicht, ne? Ah. Ich würde ungern mit Victoria Chase schreiben. Ich hasse sie einfach nur. Naja, gut, verständlich wahrscheinlich. Ich meine, Victoria Chase, die kann ja irgendwie keiner leiden. Nicht mal die Leute in dem Spiel. Na, wenn du dich so mit Leuten, die auch Life is Strange zocken, über Victoria unterhältst, ne? Die meinen immer, was ist das für eine dreckige F. Ich will's gar nicht mehr sagen. Betty developed that in Jefferson's class. But why? Na, weil er dich mag, Mann. Ist das denn so schwer zu verstehen? Oh, Mädchen. Ach, ihr Frauen macht mich noch fertig. Ey, vor kurzem auch wieder. Na gut, will ich gar nicht mit anfangen. Some poor hipster lost their vape. Sonst müsste ich hier noch erzählen, was alles los ist. Na, was hat der liebe Nate denn so in seinem Schrank? It's okay for Nathan to be hooked on these drugs, right? Naja gut, der wirkt sowieso mit seinem komischen da reinblicken manchmal, als wäre der bekifft. Also von daher geht das schon in Ordnung. Dass er auch Drogen in seinem Schrank hat, weil irgendwie muss sich das ja auch erklären. Und meine Güte, ja, dann nimmt er halt Drogen, dann lass ihn doch. Wird er eh irgendwann zugrunde dran gehen? Allein wegen der Sucht, die immer schlimmer wird und vielleicht war es das dann irgendwann mit ihm. Mal gucken, was hier drin ist. I guess I should consider this evolution. Oho. Nice. Ich habe einen Liebesbrief von Logan an Dana gefunden. Und das nachts. So, es geht los, Freunde, es geht los. Sex me up. Das ist sehr romantisch. Und das nachts. Was machst du da, Max? Ach, egal. Mal schauen, was so auf den Klos geschrieben ist. Mr. Krabs ist. Ne, Moment. Thaddäus ist ein. Spaß. Victoria loves the. Oh. Okay. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Sieht ja äußerst hygienisch sauber aus hier. Hier wird einmal in der Woche gewischt. Wahrscheinlich eher einmal im Jahr, so wie das aussieht. Max ist a Feminazi. Also wie eine Feministin kommt, die mir jetzt nicht unbedingt rüber. Eigentlich eher wie so eine kleine Prinzessin oder so, für die man so dahinschmilzen könnte. Aber gucken wir uns das mal an. Was sagt sie denn dazu mit Warren? I bet you do. Das glaube ich auch. So, aber bevor wir jetzt hier noch komplett dem Wahnsinn verfallen in der Jungsumkleide, begeben wir uns erstmal zum Spiegel und schießen ein Selfie. Natürlich geht das nicht, zum Glück. Was soll ich mir denn anschauen, hä? Man schaut sich immer wieder selber an dem Spiegel. Ja klar, aber diese Interaktion ist einfach sinnlos. Entschuldigung, das Spiel funktioniert mal wieder nicht richtig. Max Caulfield, Moral Avenger. Beziehungsweise bin ich immer Or noch. self-righteous hypocrite. Beziehungsweise bin ich immer noch zu doof, mit der Steuerung hier klarzukommen, mit der Maus. This one is almost empty. The guys must like their pink goo.
Der Pink Goo. Oh, das kann man. Ist das ernsthaft ein Stück Seife? Ich sag dazu nichts mehr. Ich sag dazu einfach nichts mehr. Leute, ehrlich, ist das Spiel für 12-Jährige gemacht oder was? Tut mir leid, aber geht mir teilweise so. Naja, sieht ja ganz schön leer aus hier. Aber dafür ist das Wasser einigermaßen warm. Sprechen wir mal kurz mit Chloe. Na, was wuschst du denn da im Wasser rum und kratzt dir komischerweise noch zwischendurch an der Nase? Okay. Ja. Ich kann mittlerweile verstehen, warum Max immer so komisch durch die Gegend guckt. Wenn ich von Irren umgeben würde, würde ich mich auch so verhalten. Ach nee, das bin ich ja teilweise. Deswegen bin ich auch immer so drauf. Jetzt fällt mir das überhaupt erstmal wieder ein. Oh. Naja, okay, sprechen wir mal ein bisschen mit ihr. Max, try to find the light for the pool. I want to see the sharks. Otters don't like sharks. They bite. So do I. Hit that light. Seit wann leben Otter bitte am Meer oder am Ozean? Die leben doch irgendwo weiter oben, am Fluss, wo sie einen Damm bauen können. Also Otter, Biber ist ja ungefähr dasselbe. Den Unterschied habe ich noch nie kapiert. Hey, wir können theoretisch hier nochmal die Mädels umkleiden. Oh, das wäre spannend, aber there has to be a control panel for the lights around here. Alles zu seiner Zeit. Mal kurz gucken, was hier so rumgammelt. Oh, so spannend. Yes, we get it. Otters. Den habe ich auch verstanden. Naja, eigentlich nicht. Irgendwie immer cool, wenn da so die Gesichter ausgemerzt sind. Am besten ist die unten rechts. Also vorderste Reihe rechts. Die Haare einfach. Sieht aus wie ungespielt für Arme. In weiblich. Ja, dass da auch teilweise so viele Haarstränge fehlen und so. Ich weiß auch nicht, wer genau das jetzt sein soll. Würde mich auf jeden Fall interessieren. 2012er Schwimmteam. Okay, gut, ist auch egal. Scheiß mal auf das Schwimmteam. Wir machen jetzt das Kontrollpanel hier an. Dann wird auch mal ordentlich eingeheimst und geschwommen. Sehr romantisch. Ich weiß, dieses Licht und die Dunkelheit und dieses Zusammenspiel und Chloe im Badeanzug. Okay, fehlt ja nur noch Max. Ich würde sagen, wir gehen dann mal gleich schwimmen. Also das ist ja echt geschmackslos, dieses Motiv. Geschmacklos, nicht geschmackslos, Entschuldigung. Na los, Flying Elbow, ab ins Wasser. Und nicht mehr hier mit dem Handyarm. Ich mache jetzt erstmal ein komisches Video von Chloe, das landet dann auch im Netz. Weil wir wissen ja, Videos, die im Netz landen, sind auf jeden Fall immer Sachen, die einen ziemlich zerficken können. Also Chloe, was kann ich für dich tun? Was möchtest du denn mit mir besprechen? Ich möchte hier lieber am Beckenrand stehen und nicht nass werden. Aber du bestehst ja immer auf alles, also womit möchtest du mich nerven? Du kannst anfangen. Oh yeah, baby, feels like a hot tub. With my cash dash, I'm queen of the world. Bow. Tell me you're not gonna stand there watching me like a zombie. Nein. Don't you dare! Come stop me, hippie! Okay, you asked for it. Oh man. Cowabunga! Alokpa! Why look, an otter in my water. Dun 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 dun. You are so obvious. And I still get freaked out by that movie, so stop. I can't even watch any of those shark shows. Die erwischen sich voll. Typisch Frauenhumor, ey. I'll just rewind and harpoon you. Otter's revenge. Cheater. Yeah, you wouldn't know about that. Erstmal abschalten, ne? I wish Rachel was here. She would totally love being in here at night. Wish you guys had met each other. We will. With all this stuff going on, I'm starting to think everything is related. And I want to find out for Kate's sake. She almost died today. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. You know what I mean. You're becoming like this force of nature. More like luck of nature. Come on, my power failed trying to rescue Kate.
Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max. Aber was wäre, wenn das passiert wäre? Ach nee, stimmt, du warst ja da. Ein Glück. Chloe, du bist die Beste. Not that time. But that's because you were there to kickstart my power. So it's time to start moving forward in time. And we're obviously connected, since without me, you would have never discovered your power, right? In gewisser Weise, weiß ich nicht, aber... Ich meine, gut, wann wird denn schon mal großartig jemand erschossen? Einfach so, im Alltag, also... Von daher würde ich sagen, ja, du warst... Auf jeden Fall wichtig. Du warst essentiell dafür, diese Kraft zu entdecken. Und, ach okay, ich höre mit dem Gesülz auf. Hören wir uns an, was sie dazu zu sagen hat. Yeah. Kevin, du kannst die Maus loslassen. Danke. Absolutely. You make me feel like I know what I'm doing. And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. I hope so. Stop being so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. More than Rachel Amber? Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell bros all over you. Like Warren. You're the bro killer. Warren is nice. Gross. Gross. Mich riecht das richtig auf. Also Chloe, das geht gar nicht. Warren ist so ein süßer Typ. Oh. Na gut, plädieren wir mal einfach kurz auf das hier. Mal schauen, was sich daraus ergibt. Ew. I don't want any Blackwell bros over me. There's a couple cute guys there, but they probably think I'm a total nerd. Nerds are hot. You just don't have any confidence yet. Unfortunately, that didn't come with my rewind power. No worries. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. Now I'm getting cold in here. Because we're yapping instead of attacking each other, otter versus shark style. I think I've had my pool experience for the year. Let's jet. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. Nein, jetzt mal im Ernst, wirklich. Aber das Wasser ist doch total warm, hatte sie gesagt. Ich kann mich irgendwie dran erinnern. Und dann meint sie irgendwann, ja, jetzt wird's voll kalt hier drin. Das ergibt einfach keinen Sinn. Gross. I feel like we just went swimming in Chlorine Bay. You look cute with your hair soaked in chemicals. Thanks. You would know. Ach nö. Hide. Jetzt haben wir, glaube ich, gerade wieder ein bisschen die Arschkarte gezogen. Sicherheitsdienst. Oh fuck. Was mache ich denn jetzt? Max, don't waste your power on getting busted. Ach ja, wir schauen uns jetzt erstmal ganz in Ruhe die Mädchenumkleide an. Otters eat Beavers. Was ist der scheiß Unterschied zwischen Ottern und Bibern? Ich verstehe das immer noch nicht. Na gut, Justin ist ein Biber und kein Otter. Aber trotzdem. Left mouse button to leave the swimming pool. Okay, cool. Ich dachte, wir wären schon gar nicht mehr im Swimming pool. You're shitting me? Die sind echt überall, oder ist es nur der? Ich check das nicht ganz. Oh, oh. Dude, hide, like when we were kids. Ja. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Oder beides. Los, 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 los. Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Wow. Amon Akyum, wir haben es geschafft. Sorry übrigens an alle, die diese Sprache verstehen. Ich weiß, dass es nicht gerade nett war, was ich gesagt habe. Aber das musste jetzt einfach mal raus. Gerade wenn dieser Typ uns hier so nachstalkt. Ja, hier drüben, komm her. Wie dumm ist das eigentlich? Warum fragt der? Warum fragt der noch? Als würde ich sagen, ja, hier bin ich. Naja, I'm serious. Serious Black. Was denn, mich? Oder, nee, oder? Okay, okay, okay. Na, hoffentlich kommt er nicht zurück. Ja, ich weiß, dass du ein Stöckchen hast. Catching. We are so invisible. Let's bail.
Haben wir doch gerade noch mal überstanden. Und ich hätte mir jetzt fast in die Hose geschissen. Nein, Spaß natürlich nicht. Wait, turn around. They're coming. We have to find another way out. Hey, hey. This is bullshit. You can't go back to your dorm now. You're a Blackwell fugitive. Crash at my place tonight. You want me to crash where the Blackwell security officer lives so I'll be safe? Okay. Chloe. Chloe hat immer noch nicht gelernt, wie man parkt. Later, fuckers! Max, you rock! We are so fucking awesome! Yes, we so are. Oh oh. Hoffentlich werden die am Morgen danach jetzt nicht einen schweren Kopf haben. Ah. Verstehe. Okay, gut. Leute, ich muss die Folge leider heute ein bisschen früher beenden. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ist was dazwischen gekommen. Bis dann.